reingucken würdet, ne, dann wird er schon wissen, was ihr hier für einen Pflegefall am Steuer habt. Denn das ist ja ein Auto, was vor allen Dingen durch das Innere seinerzeit bekannt geworden ist. Ne? Ihr wisst ja, dieses Auto, was mit einem immer spricht, ne? So nach dem Motto. Jetzt guck mal, der geilen Blonden da hinten mit den dicken Tinten nicht so auf den Arsch. Nein, mach ich ja nicht, sagt er. Doch, habe ich aber gesehen, lass es lieber bleiben. Also, stell dir mal vor, du hast so ein Auto, das ist ja entsetzlich, das ist schlimmer als die Großmutter. Kommt natürlich aus der Fernsehserie, kennt ihr alle noch von damals vielleicht, ne, mit David Haselnuss. Das war der, ja, der so blöd war, wie die Pamela Anderson hübsch war. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ne? So. So, also David Haselnuss, sage ich immer, war ja der Protagonist. Und das Auto hat mit ihm gesprochen. Das war so ein Fahrzeug. Jetzt muss man einfach nur sagen, der sah natürlich nicht so aus, original, sondern im Film sah so aus wie Dave. Wie kriegt man diese ganzen Anbauteile und dieses wirklich, braucht man sich das alles selber oder kann man das selber kaufen? Also man kann natürlich immer richtig viel Zeit haben, den Kram auszubauen, aber es gibt glücklicherweise auch Leute, die das machen und das weltweit anbieten, was immer. Also man kann die vier Fahrteile kaufen, man kann die Kunden kaufen, aber man hat dann sehr gute Arbeit gemacht. Wenn wir denken, weil im Innenraum vor allem muss es ja auch funktionieren. Aber dass da tatsächlich einer, das kann man natürlich auch machen, wenn so eine kleine Teilnehmerin sitzt und im Innenraum und die spricht dann so zu dir, könnte man natürlich so bringen. Aber also das Auto selber kann es nicht. Das Auto selber kann es nicht. Ja, aber es kann eine Antwort geben und auf das, was du fragst. Doch, selbst das geht. Es gibt eine Spracherkennung, eine Software, die quasi von der Vorhersage festlegt, wie man dem Auto sagen möchte, darauf reagiert. Und sagt dann, wie heißt das, wie das Auto sagt, ich weiß nicht. Ach, du musst schon Sätze festlegen und dann auf dem Repertoire geht das. Das ist ja wie Bordell, das finde ich ja klasse. Also das heißt, man könnte jetzt, wenn ich mich da jetzt reinsetzen würde, würde aber nicht mit mir sprechen, weil ich bin ja nicht der, der da ist. Das wärst du ja. In dem Fall wäre ich das ja, aber der passt jetzt einfach drauf los. Ich habe ihn so eingestellt heute auf dem Show, dass er die ganze Zeit am Watteln ist, die Leute ein bisschen nett. Also es gibt sehr viele Filme, die in der Unterschiede sind. Spricht er denn auf Deutsch oder spricht er auf Englisch? Er spricht Deutsch. Weil das war ja im Fernsehen auch so, weil es ja synchronisiert war. Richtig. Also wir sind alle damit aufgewachsen in Deutschland mit der deutschen Stimme und ich finde die auch inzwischen deutlich schlimmer als die englische. Die englische war auch sehr, als man mit dem englischen aufgewachsen ist, verstehen wir mit der deutschen Stimme, man geht mit viel Häme und was immer nennt. Das Blöde, man versteht es ja auch nicht. Das kommt ja auch immer dazu. Die doofen Deutschen, die in Deutsch sprechenden Autos. Aber wir finden es schlimmer. Ich finde es schlimmer und bin damit aufgewachsen, ich möchte es auch nicht anzuhören. Würde ich auch so machen. Kein Problem. Ja Mensch, seit wann hast du das Ding schon eine ganze Weile, ne? Ich habe den 2006 gekauft, als normalen Firebox, bin ich rübergekommen, nackt war scheiße, die Innenausstellung war total wunder. Dann haben wir ihn aufgebaut und seit 2008. Und seit 2009 wieder. Naja, Gott sei Dank. Bin ich eine ganz tolle Nummer. Ja, ey, wo gibt's sowas? Film, Auto, Parks, Applaus hier zum Anfassen. Er gibt auch Autogramme. Der Applaus kommt hier aber ein bisschen happig, bitte, ne? Dankeschön. Los, dann nimmt er, steh ich mal an der Seite. Wie gesagt, der Anhalter. Ja. Ja, kommt doch hier, mal hin. Auf die Show kommt, einfach immer wieder klasse. Nein.
ist ebenfalls ein Opel Rekord Coupé aus den 60er Jahren, aber ey, meine, besser kann man ein Auto nicht restaurieren, ist natürlich hundertfach überrestauriert, das muss man mal sagen, das nur mal am Rande. Und ich erzähle es immer gleich her. Ja, das müssen wir aber auch sprechen. Der hat ja echt denselben Scheiß gelabert, was du schon gesagt hast. Nur, es war nicht ganz der gleiche Scheiß. Aber David Haselnuss hat er gesagt. Haselnuss hat gesagt, das muss bekommen. Warum war ich denn hier raus? Da. Dann mach ich schön langsam. Damit auch jeder was sieht. Aber jetzt stehen immer Leute davor. Ist auch gut, dass ihr jetzt eingesteckt seid, weil da ist mir so ein anderer Typ, der mich schon letztes Jahr genervt hat. Der will unbedingt mal mitfahren. Hat aber irgendwie so ein bisschen irgendwie einen Lauf. Hat schon ein Zeug zusammen und denkst, ja, das hast du auch, glaube ich, jedes Mal. Ne? Ja, ja. Und der fragt dann immer, denk mit rein, denk mit rein. Dann habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, dass es irgendwie wahrscheinlich schlecht ist. Vielleicht soll ich noch einfach mitnehmen, dann ist Ruhe, aber dann will er vielleicht dann immer. Weißt du noch, ich bin der vom letzten Jahr, der mitgefahren ist. Ja, okay, das machen wir bestimmt nächstes Jahr. Ich gelb anmalen und schwarze Streifen aufmachen. Das machen wir nächstes Jahr bestimmt bei dir auch, wenn wir dich sehen. Ja, okay, aber der Typ, der ist ja. Aber es hat echt schon einen Riesendurchmesser, ne? Ja, ja. Also wenn man es so sieht, dann sieht das ganz normal halt aus, ne? Aber es ist, also wenn dieses. Ja, genau, ist, das. Vor allen Dingen ist es auch leicht schief. Also wenn ich gerade fahre, ist es so. Oder auch so? Ne, so. Ach so, ja, okay. Deswegen ist es in dem Kreisverkehr doof, wenn ich in die Richtung fahre, weil ich Lenkrad die ganze Zeit so, damit ich durch den Kreis durchfahre. Das sieht natürlich scheiße aus, wenn Leute Fotos machen. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil das ja jedes Mal ab und anbauen muss, oder? Ja, das ist deshalb, weil ich das auf das Wunde-Lenkrad eingestellt habe. Wenn ich immer das drin hätte, könnte ich es gerade reinmachen. Okay, das ja. Passt auf den Adapter nicht drauf. Der hat halt drei Schrauben dran. Und du kannst aber den Adapter. Genau. Du kannst aber den Adapter halt eigentlich frei einstellen, aber den habe ich halt auf das Wunde eingestellt. Ist ja auch sinnvoll. Und das ist halt, das Runde zudem ist halt leichter Versatz drin. Deswegen ist das immer schief. Hässlich. Mit so einem runden Lenkrad hier drin. Ja, das hab ich ja sonst eigentlich immer drin. Ja, muss aber ja, die meisten Leute sind trotzdem beeindruckt, wenn du die ganzen Kram ist. Also ja, und dass du das hier gemacht hast, hier oben am Dach und sowas. Sieht ganz und dann kommst du leider fast runter, das muss ich mal irgendwie wieder festmachen. Ja, das sind so dann die Macken, ne? Die dann immer wieder auftauchen. Ich habe bisher einen Spiegel, der hat das noch gehalten, aber das ist letztens runtergeflogen. Ja, aber das ist ja meistens so, wenn man sowas selbst macht. Hauptsache, es sieht gut aus und es fällt nicht so auf. Auf jeden Fall. Viel Arbeit, wie gesagt. Ne? Stunden weißt du gar nicht, ne? Wie viele Stunden? Wir haben immer, wenn die Fernsehsender gefragt haben, haben wir gesagt 1000. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Das können, ja, aber der eine hat ja schon. Können auch nur 800 gewesen sein. Aber so in dem Dreh, aber denkst du. Wir haben es ja nicht gezählt. Das war einfach nur geschätzt. Ja, auf 2 Jahre verteilt, wenn er fast jeden Tag dran arbeitet. Wir haben nicht jeden Tag, wir haben nur an Wochenenden, auch nicht jedes. Ich muss halt immer gucken, wenn mein Kumpel überhaupt mal da war. Dann musst du auf die Teile warten, das ist ja teilweise Lieferzeiten. Also inzwischen sind es 3-4 Jahre, bis du auf die Elektronik wartest. Lieferzeit? Ja, ich habe damals noch Schwein gehabt mit 10 Monaten, das ging noch recht fix. Boah, Alter, das wurde Gott. Aber es ist irgendwie, momentan gibt es Leute, die warten schon seit 4 Jahren. Haben schon bezahlt alles, aber es muss nichts sein. Das ist ja auch hart dann, ne? Was willst du machen? Es gibt nur 2 Hersteller. Das selber bauen ist halt ein bisschen schwierig. Ja, das Problem ist ja, das Auto wird ja in der Zeit auch wieder älter. Naja. Ne? Und du, ne, das ja, Leute, die haben sich halt darauf verlassen, dass sie Elektronik kriegen, haben alles schon fertig und warten sie auf die Elektronik. Können aber nicht weitermachen, weil die Elektronik nicht da ist. Scanner ist das gleiche Problem, du kriegst keine Laufpflicht mehr. Also in Deutschland gibt es noch einen jetzt, Gott sei Dank, der das baut. Aber die richtig guten Scanner, ja, kriegst du nicht mehr. Also der Typ hat halt zigtausend Aufträge und kommt halt nicht nachher. Jetzt war mal einer bei eBay drin, der hat diese Armaturen verkauft, alleine, also einzeln, ne, diese Innenleben-Dinger. Na, einmal nur oder mehrfach? Ne, einmal. Einmal ja, komplett hier so, ne? Ja, genau. Hm. Aber der hat auch nur 600 für gekriegt, also muss man sagen, war günstig. Na gut, das ist halt die Frage, wenn die funktionieren. Die haben geleuchtet auf jeden Fall auf dem Bild. Ja, gut, leuchten, ne? Dann muss ja auch, wenn du drauf drückst. Ja, genau, dann muss das auch funktionieren. Ja, ja, das weiß ich natürlich nicht, ne? Das kriegst du keine Zulassung mit dem ganzen Kram. Tja, Wetter. Ja, aber wir will hier der TÜV nachgucken? Gerade jetzt, bei wenn Technik jetzt auch noch relevant ist, die sehen nur die ganzen Lichter und sagen, ja, passt schon. Ne, die sagen die ganzen Lichter und sagen, passt nicht. So, und dann musst du denen beweisen, dass es funktioniert. Und dann sagen sie, na gut. Und das ist aber auch sehr, sehr prüferabhängig. Normalerweise kriegst du so keine Zulassung. Wobei es eigentlich von der Sache her rein rechtlich gesehen gibt es keinerlei Gesetze für das Armaturenbrett. Ja. Es darf nur nicht glänzen und es darf nicht nach außen leuchten, wobei es kritisch auch ja, nach außen leuchten. Ja, ich wollte gerade sagen, glänzen tut es eigentlich auch, ne?
Aber normalerweise gibt es ansonsten keinerlei Vorschriften. Hast du mittlerweile nicht schon irgendwie so einen, wo du weißt, du kannst da immer hingehen und Ja, schon, ja klar. Also mein TÜV, den ich bisher hatte, den gibt es nicht mehr. Den haben sie, der hat zu viele Sachen erlaubt, was nicht. Ja, das hatten wir gerade. Das habe ich letztes Jahr, habe ich einen neuen TÜVer dann gehabt. Und der war sehr kritisch, hat auch vieles bemängelt und so. Aber wir haben den dann quasi, muss halt, darfst dich nicht durchstellen. Wenn du sagst, ja, ist alles scheiße, mach das doch einfach, dann sagt er, hier, verpiss dich. Aber wir haben ihm das dann erklärt, in Ruhe alles mal durchgegangen, haben ihm alles erörtert, wie das so angelegt ist. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, von der Sache her tut es ja keinem weh. Es ist nicht gefährlich. Ja. Es ist halt nicht normal. Ja, aber hier würde ich eher sagen. Ja, das ist zum Beispiel, er würde mir das nicht eintragen. Aber sagt, er würde nicht unterschreiben, dass das ungefährlich ist. Ja, weil wenn irgendwie mein Aufprall ist oder so, du hängst ja gleich hier drauf. Na gut, ja, aber wenn ich das normale Armaturenbrett normalerweise habe, ist es auch so. Also nicht ganz so nah dran, aber dann, wenn du da drauf knallst, bist du genauso weg. Ist ja egal. Also eine Gefahr ist immer. Du fährst hier auf eigenes Risiko. Aber hier ist die Gefahr ja relativ. Das Risiko lohnt sich bei dem Auto. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob mein Parkplatz noch frei ist. Ich bezweifle schon mal. Oh, ich wollte einmal noch mal. Nee, wir fahren nachher noch mal eine Runde. Ja, machen wir nachher noch mal. Sollen wir noch mal bei dir vorbeikommen dann hinterher? Oder so, ja. Oder warte. Ja. Dann wollen wir gleich eine Runde fahren. Gleich. Das ist cool. Dann müsst ihr mal tauschen. Oh, ja, schon der Taxi. Da hat sich Leuten verabredet. Ja, da könntest du auch richtig Geld mit verdienen wahrscheinlich. Ja. Theoretisch. Bei mir ist halt auch so, warum soll ich jetzt irgendjemanden dafür 10 Euro abprüfen? Ist auch Quatsch. Und vermieten will ich ihn nicht. Nee, das will ich auch nicht. Es gibt auch Leute, die halt sagen, okay, sie machen halt mit Leuten Spritztour. Und das ist halt irgendwie traurig. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst das irgendwie so anbieten, dass du den Bräutigam zur Küche. Ja, das will ich auch nicht. Ich habe ja keinen. Bei mir ist das Problem, ich habe keine Zeit. Weißt du, das ist immer, du musst ja damit irgendwie Wochenende einplanen, damit die Leute da irgendwo. Das stimmt wohl. Verlassen sich dann auch drauf, dass du das machst. Und wenn du dann noch keine Zeit hast, ich habe halt ein kleines Kind zu Hause, was mache ich, wenn der mal krank ist? Kann ich halt dann nicht. Da haben die sich drauf verlassen und wollen dann auch Zeit fallen, deswegen mache ich es gar nicht. Wie alt ist das Kind jetzt? Der ist jetzt vor 10 Monaten alt. Ja, okay, nee, da geht's ja noch gar nicht. Ne? Das denke ich mal auch. Ich habe ja auch so eine Mama, der wird 12, weißt du, dann geht das schon. Ne? Immer fasziniert von dem. Wir wollen bei Nacht den Hof. Alles klar, kannst du mal hinblick machen. Anschließend dürfen Sie gegen den Hof fahren. Die meisten haben ja nur die Felgen, ne? Mhm. Das Laufen und die Front. Gut, alles klar. Ja, richtig, das ist das Geile gerade, dieses Innenleben, dass du das hier so gemacht hast. Ne? Das war auch gleich am aufwendigsten, ne, von euch. Das ist halt, was hat jeder halt. Also von außen gibt es halt mehrere. Das war dein Schild hier im Bestand. Ja, ja. Aber von innen gibt es ja nur einige. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 in Deutschland. Ich glaube, heute ist einfach nicht mein Tag. Polizei, brr, brr, brr. Meine Hupe geht da gar nicht, aber gar keine dran. Ach stimmt, das ist ja dann auch das, ne? Die ist am Rundenlenkrad, das ist die dran, aber an dem halt nicht. Schauen Sie einfach nur geradeaus. Kommt er aber fahren, dann kriegt man nicht langsam in der Kuppel. Ja, David Hasselhoff brauchte keine Hupe, ne? Ja, wenn der Hut mal weg wäre. War der genauso immer. Ja, cool. War der genauso. Können wir mal einen Gefallen tun, mal das Hütchen da wegnehmen? Dann werde ich nämlich da vorbeifahren. Für Kit machen sie alles. Ja, ja. Super, danke. Ist auch geil, ne? Man hält die Polizei an, ne? Und bleibt nicht stehen. Ist das nicht die, die sich gerade auf dem Motorrad geräkelt hat hier? Ja, 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 genau. Ja. Wo sie auch den? Hast du gleich gesehen. So, dann jetzt endlich. Ah, guck uns Fuß. Oh, geht doch Automatik nehmen sollen. Ja, das ist eins, was mir ja mal aufgefallen ist. Ne? Da dachte ich, ich wusste gar nicht, dass ich so schaltungsmäßig bin. Ne? Ja. Ja. Aber im Nachhinein jetzt hätte ich lieber Automatik nehmen sollen. Also gerade bei solchen Sachen hier. Ja, weil das angenehme Automatik natürlich ist. Ansonsten hast du mit Automatik halt mehr Möglichkeiten. Also kannst du schalten, wie du willst. Du musst nicht. Reicht dir das von der Tour her? Ja. Du musst schnell wieder reinfahren. Ich sehe jetzt hinten nichts. Ja. Wenn du einen Parkplatz hast, oder? Ja, wenn ich jetzt nicht mit den anderen beiden dann noch eine Runde drehe. Nee, das ist schon okay. Wir sind ja glücklich, dass wir auch mal da konnten jetzt, ne? Der Schaltknauf würde mich aufregen, weißt du? Ja. Ist auch alles knapp bemessen jetzt wegen dem hier, ist klar. Ja, das haben wir, ja. Schon weiter, wir haben das schon gekratzt, der war eigentlich doch weiter oben. Aber weiter kannst du nicht, weil das ein Gewinde, wo das Ding draufgeschraubt wird. Und wenn das Gewinde weg ist, dann kannst dann du... Dann ist vorbei wieder, ne? Ja. So rückwärts oder so? Nee, gar nicht. Quatsch. Wo der schaltet eben selber drauf, ne? Es gibt auch welche, die haben so eine blöde Feder drin, weißt du? Wenn du jetzt rückwärts machst, das ist auch gut. Ja, schön nach oben ziehen oder so. Mhm. Gibt's ja auch beim Ford. Das hat man gucken, dass du den Leuten nicht auf die Füße fährst. So hätte ich mir das wieder sehen müssen.
Stimmt, wo sind jetzt die beiden? Mach ich gleich noch ein Bild nur von dir und dann mache ich das dann fertig, ne? So herrlich, ne? Das ist wirklich hier. Aber es ist ja noch so ein Hype drum gemacht, das ist voll krass eigentlich. Ja, aber ich finde das eigentlich cool, weil das wirklich Kult ist. Und das, deswegen bin ich auch froh, dass halt so ich einmal damit der Held der Jugend. Ja, aber es gibt ja noch genau. Viele andere geile Autos aus alten Serien, die sind da wirklich zu lachen. Ja, aber Kit, ja, halt, Kit ist halt das Auto. Was Besonderes, genau. Kit ist halt technisch. So, ich danke dir alles ganz klar? Herzlich. Keine Na, wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr wieder. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ja, gerne. Nimmst du nur die Tüte mit, weil das war das Auto. Ja. Na, und ich mache jetzt schnell noch ein Bild von dir, ne, und dann mache ich das in der hinteren Seite. Okay, ne? Alles klar. Ach so. Bleib streben. Komm nicht mal raus. Das ist unvorschriftsmäßig und sehr beunruhigend. Ich dachte, du kommst schon automatisch eben raus. Ja, eigentlich schon. Nein, du musst da jetzt die ganzen Katzen fahren. Von